Synchroneiskunstlauf der Extraklasse, der Cup of Berlin. Vom 9. bis 11. Januar wurde er im Sportforum Hohenschönhausen ausgetragen. Insgesamt 29 Teams gingen an den Start, darunter Mannschaften aus Nationen wie den USA, Tschechien oder den amtierenden Weltmeistern aus Finnland. Alle zwei Jahre versammelt sich die Weltelite zu dem Turnier in Berlin, diesmal zur insgesamt 7. Auflage. Der Cup of Berlin ist der einzige internationale Wettbewerb in Deutschland. Auch für die Lokalmatadoren ist die Veranstaltung ein besonderes Highlight. Also für die Berliner Teams hat dieser Cup of Berlin einen ganz hohen Stellenwert. Das ist gleichzeitig deutsche Meisterschaft, die hier ausgetragen wird. Und für das Team Berlin 1, das national führende Team, was bereits 19 Mal deutscher Meister war und heute die 20. deutsche Meisterschaft anstrebt, bedeutet das dann die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Kanada im April. Beim Cup of Berlin werden in den Kategorien Nachwuchs, Junioren, Meisterklasse und Masters Wettbewerbe ausgetragen. Das Team Berlin 1 belegte am Ende den 3. Platz und qualifizierte sich damit für die WM. Als bestes deutsches Team wurde zudem der 20. Meistertitel perfekt gemacht.